lieber. Leider bist du rausgeflogen bei Dancing Stars, obwohl du wirklich einen perfekten Tanz hingelegt hast. Wie waren für dich die ersten Tage nach dem Rauswurf? Es war direkt nach dem Rauswurf für mich extrem emotional, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, dass sehr wenig Leute damit gerechnet haben, dass ich als Zweite rausfliegen werde in der Show. Und genauso wenig habe ich damit gerechnet. Und ich war eigentlich viel fokussierter auf diesen Jive, den wir da gemacht haben, weil es für mich echt eine Show war, die ich da abgeliefert habe, wo ich über persönliche Grenzen meilenweit hinausgegangen bin. Also ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, was es bedeutet eigentlich als Mann in eine Frauenrolle zu schlüpfen, eine Perücke aufzuhaben, so stark geschminkt zu sein, diese Wimpern oben zu haben, in den Absätzen zu stehen. Und während so einer Rockshow dann immer noch irgendwie feminin zu wirken, also die schauspielerische Leistung und das alles aufrechtzuerhalten, war einfach so eine Challenge. Ja. Bis zu den letzten Proben ist mir die Perücke runtergefallen bei der Show. Ja. Und dann den Mut zusammenzubringen und über diese Grenzen hinwegzuschreiten und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, auch wenn es schief geht vor dem ganzen Land. Das hat mich eigentlich viel mehr beschäftigt, als kann ich überhaupt rausfliegen. Ja? Und dann war es soweit. Und das hat es für mich so irrsinnig hart gemacht. Ja? Ich finde vor allem, dass die Bewertungen von der Fachjury extrem unverhältnismäßig sind. Also es wird zum Beispiel beim Andy Ogris, so gern ich ihn persönlich habe, aber sprechen wir über die Jurywertung, gesagt, du hast 3 Tanzschritte gemacht, aber im Endeffekt ist der Outcome von der Jury, du bist einfach cool. Und bei mir war es so, dass ich eine Show abgeliefert habe, wo ich gedacht habe, ich krepiere. Ja? Und die Konklusion ist, naja, deine Ausstrahlung war jetzt aber noch nicht so am Punkt. Ja? Mhm. Und das, finde ich, steht dann in keiner Relation mehr. Wie geht es jetzt für ihn weiter? Ganz einfach, wie zuvor, erfolgreich als Veranstalter und DJ. Ich und meine Crew starten Ende Oktober einen Drag Queen Brunch und zwar gleich links neben dem Schloss Schönbrunn im Café Residenz jeden Sonntag. Und da gibt es die Sissi in Drag und den Mozart in Drag und noch viele andere hysterisch-historische Charaktere. Und ab nächsten Februar, also 2021, werde ich gemeinsam mit meinem Tanzpartner oder Ex-Tanzpartner, Dimitar Stefanin, eine Drag Queen Dinner Show auf die Beine stellen, wo er alle Nummern choreografiert. Was Raphael mit Dancing Stars geschafft hat, Drag in Österreich zum Thema zu machen. Wann hast du zum ersten Mal die Lust an Drag an dir entdeckt? Kam das früh, kam das spät? Wie kam es dazu? Es war für mich so, dass ich schon als sehr, sehr kleines Kind irrsinnige Freude daran hatte, mich zu verkleiden. Ich hatte so eine Verkleidungskiste, hat das geheißen bei uns in der Familie, und das war wie so eine Banktruhe, die war ganz bunt angemalt. Und in dieser Banktruhe waren so Capes und Ninja-Turtle-Kostüme und Prinzessinnenkleider und alles Mögliche durchgemischt. Und ich habe mich eben in der zweiten Folge bei meinen Eltern bedankt, weil die mich nie irgendwie eingeschränkt haben in meinem kreativen Dasein. Ja. Und die haben das als Kind schon bemerkt, okay, der Raphael verkleidet sich als Ninja-Turtle oder als D'Artagnan, aber er verkleidet sich auch als Prinzessin oder als Pippi Langstrumpf. Whatsoever. Ja? Mhm. Die Welt ist bunt und unser Kind ist bunt. Ja? Ist ja wunderbar. Und mich hat das dann immer begeistert, einfach diese Verwandlungen und zu sehen, was eigentlich durch relativ wenige Handgriffe passiert und was dann aber auch in einem passiert durch diese Verwandlung. Ja? Und dass das einfach Kostüme sind, in die man hereinschlüpft, aber im Endeffekt sind sie nicht nur äußerlich, sondern die bewegen auch innerlich was mit dir. Dann ist es eigentlich wirklich so in die Richtung Drag gegangen mit dem Nightlife. Also als ich praktisch so 15, 16, 17 war, habe ich angefangen eben in Clubs vorzugehen, zuerst in der Gothic-Szene, dann in der schwulen Szene und dann hat das praktisch wirklich Fahrt angenommen, weil ich bemerkt habe, die Nacht ist meine Welt, ja, und Gemma. Ich
habe eine irrsinnige Leidenschaft für diese Ästhetik, für diese kurvigen Figuren, für eine Dieter von Diest. Wobei, du bist zu schmal, du musst das ja immer dann aufstocken. Jetzt bin ich ja erschlankt. Ja. Also das ist ja die Dancing Stars Hardcore-Bootcamp-Diät. Ja. 3 Stunden Training am Tag. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich essen soll, damit ich nicht noch dünner wäre. Ich habe einfach eine irrsinnige Hingabe zu dieser Ästhetik. Ich liebe Strass und Glamour und diese eben Dieter von Diest Ästhetik und diesen ganzen Irrsinn. Und das taugt mir einfach total. Mhm. Drag Queen zu sein, verbindet diese Leidenschaft für Make-up, für Mode, für Ästhetik, für Kunst, für Ausdruck. Und das geht sozusagen noch einen Schritt weiter als, okay, ich, so wie ich jetzt da sitze, schlüpfe in eine Rolle, die eigentlich noch relativ nah bei mir ist, sondern das geht so weit, dass ich sage, wer will ich überhaupt sein heute Nacht? Ja? Und ist die jetzt irgendwie eine verspielte Prinzessin oder ist das eine total strenge Club-Queen? Oder, ja? Und ich kann mir das praktisch jedes Wochenende oder sogar noch öfter, ja, jetzt natürlich Corona-Zeit ist sehr schwierig in unserer Branche, aussuchen, wer ich sein will. Gibt es Leute, die das noch nicht verstehen, die zum Beispiel glauben, du bist ein Transvestit, der einfach gern eine Frau wäre, oder ein Transgender, der das Gefühl hat, er ist im falschen Körper? Also gibt es Leute, die das noch verwechseln und wie reagierst du da? Ich verstehe natürlich die Confusions. Ja. Ich kann das nachvollziehen, weil ein Mann zieht sich an wie eine Frau. Naja, der will eine Frau sein. Ja, das ist irgendwie so der logische Schluss. Wo ich mir dann aber denke, wenn du es jetzt zum Beispiel vergleichst mit einer Moderatorin, wenn du für deine Moderatorinnenjobs in ein glitzerndes Abendkleid schlüpfst und dich stark schminkst und dich auf der Bühne verhältst, wie eine Moderatorin sich verhält, heißt das auch nicht, dass du in der Früh aufstehst in deinem Privatleben und jetzt den Kaffee anmoderierst. Ja? Ja, und ich finde, das ist ein gutes, also sowas ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Wir haben doch alle in Wirklichkeit Kostüme, die wir tragen. Und wenn sich ein Mann einen Anzug... Ja, aber nicht nur, wenn sich ein Mann einen Anzug anzieht und ins Büro geht und den besonders schönen Knoten macht auf der Krawatte, dann hat das ja auch einen, also er ist ja dann auch immer nockert. Ja? Und genauso eine Dame, die auf einen Ball geht in einem Opernballfummel. Ja? Also im Endeffekt spielen wir alle Rollen. Ja? In Wirklichkeit nur nackt sind wir ganz wir selbst. Ja? Und eine Drag Queen zu sein, hat einfach im tiefsten nichts damit zu tun, transsexuell zu sein, weil das ein Riesenunterschied ist. Was wir als Drag Queens machen, ist, wir übertreiben es. Also wir gehen wirklich auf Bühnen-Make-up und auf dramatisch und Glitzer und große Haare. Und ein Mann, beziehungsweise eine Frau, die mit den anderen Geschlechtsteilen geboren worden ist, will ja nicht eine Kunstfigur auf einer Bühne sein, sondern die will ja eine Frau sein. Und was ich mache, sei mir nicht böse, schaut einfach zwar weiblich aus, aber jetzt im Ernst, wenn du diese Frau Tamara Mascara auf der Straße sehen würdest, das geht sich irgendwie auch nicht aus. Ich denke mir, im Zweifel ist es besser, ganz einfach zu fragen, ja, und zu sagen, hey, ich habe überhaupt keine Berührungspunkte in meinem Leben gehabt mit eurer Szene und eurem Leben. Wie ist denn das eigentlich? Ja? Warum nicht? Ja. Wie haben deine Eltern reagiert, als du dich zum ersten Mal als Tamara präsentiert hast? Wie haben meine Eltern reagiert? Also meine Mutter hatte eine, da war ich noch nicht Tamara, ja, sondern da war ich praktisch auf diesem Weg als Teenager, mir einfach Sachen ins Gesicht zu malen und auszuflippen. Ja. Und irgendwann hat meine Mutter total geweint und ich war irgendwie total verwirrt und habe sie zur Rede gestellt und wollte wissen, was mit ihr los ist. Und sie hat sich solche Sorgen gemacht, dass auf mich solche Probleme zukommen werden wegen Transsexualität. Ja. Und ich habe sie angeschaut und gesagt, Mama, ich will einfach nur auf eine Party gehen und fabulös ausschauen. Ja. Und wenn ich zu Hause komme, bin ich auch sehr glücklich, wenn ich das alles runternehme und wieder als ganz normaler Bursch in einer Jogginghose durch die Gegend gehen kann. Ja. Und ich bin wirklich in meinem Leben als schwuler Mann mega happy. Ja. Und das ist auch etwas, was oft auf Unverständnis trifft. Ja, was ist das? Warum sind Leute schwul? Das sind ja dann die gleichen Gegebenheiten praktisch. Ja. Und ich denke mir, ja und? Es ist halt so. Und ich habe jetzt auch nicht
in meiner Pubertät drüber nachgedacht und mir überlegt, ha, also heute werde ich schwul, ja, sondern das ist etwas, was so wie die Heterosexualität oder so wie es ist, lesbisch zu sein, irgendwann einmal entwickelst du dich und kommst drauf, okay, alle anderen Burschen reden über die Mädels und wie die ausschauen und was da los ist und mich interessiert es einfach nicht. Und ich denke mir die ganze Zeit nur, ma, dieser Bursch. Und das ist halt nicht etwas, wo du sagst, hurra, ich suche mir das aus. Mhm. Ja, weil in Wahrheit ganz im Gegenteil, so einfach ist das Leben nicht. Ja. Und wenn man sich es einfach machen wollen würde, würde man sich wahrscheinlich eher der Norm anpassen und sagen, okay, ja, ich heirate und gründe eine Familie. Mhm. Ja, und fall weniger auf. Wie war das für dich in der Schule, auch vielleicht dein Outing? Und wie war das für dich? Wie hast du das gemeistert? Also es ist so, dass ich lustigerweise vom Kindergartenalter, ja, also sogar da haben die Kinder gewusst, dass sie mit dem Wort schwul oder schwuli oder sowas, ja, auf jemanden losgehen können. Was ich interessant wirklich? Finde, weil so ich mir denke, Kindergartenkinder können das doch gar nicht kapieren, das ist mir wirklich passiert. Ja. Ja. Und das ging natürlich in der Volksschule weiter, das ging auch in der Gymnasiumszeit weiter. Wie ging es dir da? Naja, es ist so, ich glaube, da spreche ich so gut wie für die ganze Community. Solange du einen Rückhalt irgendwo hast, ja, ist es irgendwie schaffbar. Aber das ist natürlich irrsinnig mühsam. Ja? Und du hast das Gefühl, ich weiß nicht, eigentlich tue ich nichts. Ja? Und ihr seid mir eigentlich wurscht, was ihr macht. Ja? Warum greift sie mich an wegen etwas, wo ich eigentlich keine Wahl habe? Ja? Mhm. Und was geht es euch eigentlich an? Und im Endeffekt ist das halt was, wo die Leute drauf losgehen. Und irgendwann erreicht man dann für sich einen Punkt, wo man sagt, ja und? Also wenn jetzt jemand zu mir auf der Straße irgendwas sagt in diese Richtung, denke ich mir... Jetzt bist du stark, jetzt bist du erwachsen. Ja, gut beobachtet. Mhm. Ja, und du bist hetero. Insgesamt hatten meine Eltern mit mir jetzt nicht sehr viele Probleme, weil ich ein relativ eigenständiger Mensch bin und auch immer schon war. Und ich war auch als Kind frühreif, hört sich immer so doof an, aber sagen wir mal schnell entwickelt. Ja. Und meine Eltern waren eher so auf dieser Welle der frühen 90er-Pazifisten, die gesagt haben, Biomarkt und Bio-Baumwolle und werde ich ja nicht. Ja. Mhm. Und ich war halt da damals schon sehr eigenständig und habe zu meinen Eltern auch wirklich in sehr frühen Jahren schon gesagt, das sehe ich so nicht ein und wenn mir jemand eine draufhaut, dann haue ich aber sicher zurück, ja? Weil ich sehe das nicht ein, ja? Und ich würde nie jemanden angreifen, aber wenn auf mich der Angriff kommt, dann setze ich mich sehr wohl zur Wehr. Ja? Und so habe ich es dann eigentlich auch immer durchgezogen und für mich war es irrsinnig schön. Ich bin dann gewechselt von einem Gymnasium, wo ich vorher Ballett gemacht habe und dann ein Jahr in einem bildnerischen Zweig war, bin ich dann gewechselt nach Hetzendorf in die Modeschule und da war das überhaupt kein Thema mehr. Also da waren alle, die da in dieser Schule waren, waren praktisch Mode, Kunst und Kreativität affin. Wenn man dort gesagt hat, mich interessieren Burschen, waren alle so, ja, schön für dich, gratuliere, ist uns auch wurscht. Ja. Und das ist das Angenehmste überhaupt gewesen. Ja. Das heißt, war eine wichtige Entscheidung dann eigentlich für dich, auf die Modeschule zu gehen? Ja, das war sicher eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ja. Im Endeffekt muss ich sagen. Ist die Situation heute für Kinder einfacher? Ich glaube, das kommt irrsinnig aufs Umfeld an. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, in welche Familie du hineingeboren wirst, in welches Land du hineingeboren wirst, in welche Kultur. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel in Polen eine Situation, die unbeschreiblich schrecklich ist. Ja? Da werden Zonen als LGBT-frei, also als Lesbian, Bi, Gay, Trans und so weiter frei bezeichnet. Hier gibt es keine von diesen schmutzigen Wesen, ja? Also ganz arg. Ja? Und im Endeffekt ist es ja egal, ob du jetzt jemanden verfolgst wegen seiner Religiosität oder wenn du jemanden verfolgst wegen seiner Hautfarbe oder verfolgst, weil er andere Menschen liebt, als dir in den Kram passt. Im Endeffekt ist es eine indiskutable Diskriminierung, die so nicht angehen kann. Ja? Und
ich erlebe, also nicht nur ich, sondern ich und alle Leute, die in dieser Community sind, erleben täglich Diskriminierung. Ich würde es mir nicht einfach herausnehmen, mein Gegenüber in einer U-Bahn zum Beispiel jetzt so zu mustern, das würde ich mir nicht herausnehmen. Mhm. Ganz egal, wie diese Person ausschaut, sie wird ihre Gründe dafür haben, vielleicht interessiert es einfach nicht. Ja? Mhm. Und die kann vielleicht ganz andere Sachen, ihr seid nicht bombastisch. Und Styling und Mode ist ihr halt pups egal. Ja? Und würde ich mich jetzt trotzdem nicht hinsetzen und die von oben bis unten mustern und mir besser vorkommen. Mir passiert das ständig. Meistens geht das dann eher so in eine Richtung, wo sie so glauben oder so tun, als würde man das nicht mitkriegen. Also so zum Beispiel, wenn man jetzt in der Öffi-Situation bleibt, habe ich das des Öfteren erlebt, dass sich Leute wirklich gebärdet haben wie unerzogene Kinder. Ja? Ja? Mhm. Und du sitzt da und denkst dir echt so... Glaubst du echt? Ich merke das nicht. Also die flüstern dann so, ja. Aber halt, weißt du, drehen sich 70 Mal zu dir um und du denkst dir echt so, du, ich sitze da, ich zahle auch mein Ticket. Ich will eigentlich in Ruhe fahren, ohne dass jetzt jemand da ein Fass aufmacht. Gibt es Situationen, wo du wirklich Hass erlebst? Ja. Das kennt die ganze Community. Es gibt diese Situationen, wo es wirklich dann darum geht, für sich selber abzuschätzen, zu laufen oder sich jetzt irgendwie zu Wehr zu setzen. Ja. Das gibt es absolut. Also es gibt Menschen, die haben einen derartigen Hass, warum auch immer. Und ich habe als Drag Queen vor allem immer die Erfahrung gemacht, es gibt eine ganz große Bandbreite, denen gefällt das, dann gibt es eine ganz große Bandbreite, denen ist das wurscht. Und dann gibt es wenige, die so extrem reagieren. Und das reagieren die da? Naja, also zum Beispiel, die sehen dich jetzt auf einer Veranstaltung im Fummel und gehen dann wirklich verbal und auch jetzt von der Körperhaltung her aggressiv auf dich los und sagen, was bist du überhaupt, was soll das überhaupt und das ist abartig und das ist wieder die Natur und du bist eine Sau und du bist ein, also ganz, das wird teilweise wirklich extrem und eben auch körperlich, ja. Und du stehst dann da und denkst dir einfach, warum sind in dem Raum jetzt 100 andere Heteromänner, die das überhaupt nicht interessiert? Was ist in dir eigentlich los, dass dich das so ärgert, dass ich jetzt da in einem Fetzen stehe? Mhm. Das kann dir doch eigentlich wurscht sein. Und das war auch nie die Situation, dass ich die jetzt angebaggert hätte, was einem ja immer wieder irgendwie untergeschoben wird. Naja, die Schwulen, wenn die mich dann anbraten. Ja? No, 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 never. Ja? Das wäre nie der Fall gewesen, dass ich jetzt zu dieser Person hingegangen wäre in Drag und gemeint hätte, ah, jetzt verarsche ich diesen Hetero. Mm-mm. Ja, ich habe wirklich bessere Dinge zu tun. Und es ist eben dann für mich sehr schwer nachzuvollziehen, dass ich mir denke, ja, irgendetwas muss dich so berühren an der Situation, dass du so auf Abwehr gehst. Mhm. Ja. Bis heute verfolgen dich solche Nachrichten, solche Attacken im echten Leben wie auch auf Social Media. Wie kannst du heute lachend vor mir sitzen? Warum oder woher nimmst du diese Stärke? Weil das nicht alles ist. Also das ist einfach nicht alles und ich konzentriere mich in meinem Leben jetzt nicht nur auf diese Dinge, die da negativerweise passieren, ja? Sondern ich habe auch irrsinnig tolle Freunde und ich habe irrsinnig tolle Unterstützer und Fans und begeisterte Zuseher, ja? Die eben sagen, das ist großartig. Und wenn ich mir zum Beispiel jetzt nach Dancing Stars das Feedback anschaue, sehe ich viel mehr Positives als Negatives. Ja? Und ich denke mir, auf das konzentriere ich mich, weil im Endeffekt gibt mir das ein positives Gefühl. Und wenn ich mir jetzt ständig irgendwelche bösen Kommentare und Hassnachrichten und homophobe Sachen anschauen würde, dann würde ich mich auf das total fokussieren. Und im Endeffekt, es ist gescheiter, man hält sich davon tunlichst fern, weil es ist so eine negative Energie. Ich habe auch gar keine Lust, irgendwie meinen Tag mit dieser Energie zu beginnen. Für mich war es so, ich habe begonnen, Drag zu machen, wie gesagt, eigentlich aus einer Laune heraus für mich, aus mir selbst was Kreatives zu erschaffen, ja, und sozusagen mein eigenes Mannequin zu sein und eine Version von mir zu erschaffen, die irgendwie im Nightlife funkelt. Ja. Irgendwann gab es dann den Moment auf einer Veranstaltung, ich war gerade total ausgelassen und am Tanzen und die Shows waren vorbei und wir haben Party gemacht. Und dann kommt ein Bursch zu mir und tanzt mit mir und ich tanze mit ihm und wir lachen einfach und es ist schön. Und dann sagt er zu mir, du,
Ich habe dich immer wieder gesehen, wie du in Drag in Lokale reingegangen bist und deine Selbstverständlichkeit und dein Selbstbewusstsein, wie du da als Mann im Kleid mit Make-up und Perücke einmarschiert bist und gesagt hast, da bin ich, ja, ich trinke jetzt ein Bier, ja, hat dem so einen Mut gegeben, dass er sich vor seinen total konservativen Eltern geoutet hat und die haben ihn verstoßen. Die haben ihn verstoßen. Und ich bin dort gestanden und für mich war die Party einmal einen Moment lang komplett vorbei. Und ich habe mir gedacht, und der hat gesagt, nein, 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 das war das Beste, was ihm passiert ist, weil jetzt ist er frei. Er ist frei von dem, sich zu zwingen, für seine Familie ein Theater zu spielen. Mhm. Und so zu tun, als würde sich jetzt eine Frau suchen und ich bin total hetero. Ja. Und das konnte er dann endlich ablegen. Ja. Und ich bin dort gestanden und das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, hoppala, für mich war das immer ein Kleid und Make-up und Spaß und Nightlife und Party und Fashion. Aber für andere Leute ist das ein irrsinniges Statement und es gibt anderen Leuten einen irrsinnigen Selbstbewusstseins-Push, wenn sie sehen, schaut, der traut sich das, na dann traue ich mich das auch. Ja. Und das ist wichtig. Ja. Boom, 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 boom.